YouTube-Rapper Moist gerät komplett außer Kontrolle. Seitdem er offiziell seine Trennung bestätigt hat, erkennt man ihn kaum wieder. Auch Manuelsen sieht sich gezwungen, da ein Statement zu veröffentlichen. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Moist nutzt die Spenden seiner Fans, um sich seinen Konsum zu finanzieren. Greift nun auch zum Alkohol am frühen Morgen und beantwortet jede Menge Fragen seiner Fans. Teilweise haut er auch Ansagen raus, zum Beispiel gegen Montana Black oder ABK. All das erschreckt nicht nur seine Fans, sondern auch alte Rap-Kollegen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Manuelsen hat absolut kein gutes Verhältnis zu ihm und seit der Trennung von Nice or Scheiß ist eine Menge passiert. Trotzdem kann er es nicht zulassen, was aktuell passiert. Vor allem weiß er auch, wie schwierig eine Trennung sein kann und dass man Sachen tut, die man normalerweise nicht gemacht hätte. Aus dem Grund gibt es nun eine direkte Nachricht an Moist und eine Bitte an die Community. Er findet es überhaupt nicht gut, wie nun alle den YouTube-Rapper attackieren. Hier ist sein Statement. Der sowieso gerade, glaube ich, die schwierigste Zeit seines Lebens durchmacht und wie die ganze Öffentlichkeit da drauf geht und über seine persönlichen Beziehungen zu seiner Kindsmutter und was nicht alles. Bei allem Respekt sage ich das. Was ihr macht, das ist so ehrenlos und ist so widerlich und ist so abgrundtief schlecht.